Nein, ultimativ. Dings Cricket wollen wir nicht. Das Gebäude. Ja, okay, das ist der Kurier. Ach, ich gucke schon wieder falsch, Mann. Immer dieses Gebäude, was diese komische Pfeile an der Seite hat, was ich markiert habe. Okay. Müssen wir Stufe 5 sein? Ah, hier ist das. Okay. Ja, das ist zu weit. Windrad. Wir brauchen wir immer noch dies andere. Boah, das hier ist ein wirklich großes Gebäude. Das hier so auf der Karte sieht. Wow. Okay, drücke mal die falsche Ecke. Okay. Gut, ja, es wird ja langsam dunkel. Hier. Kristallweiß. Sofortigen Übergang. Ich werde ja sowieso schön, dich zu langsam. sehen. Ja. Ich auch, wer auch immer du bist. Wiedersehen. Ich muss gehen. Okay, dahin müssen. Okay, wir sind jetzt hier. Die Pflanze sieht auf jeden Fall aus, als wäre es die richtige. Aber wie ja schon gesagt, müssen wir warten, bis es dunkel ist. Aber ich schätze mal, dass es wohl diese Pflanzen sind hier. Weil die sehen so hervorgehoben aus und sehr offensichtlich, oder? Werden sie wohl sein. Müssen wir warten, bis es dunkel ist. Aber die glühen schon so und funkeln so schön. Also werden sie es wohl sein. Jedenfalls hier kein Untoter zu sehen im Gebiet. Jetzt mal, Untoten würden dann hier auch ordentlich zerfetzt werden von diesem Zeug. Aufgelöst werden diese Chemikalien. Ja, was machen wir jetzt? Es ist jetzt 18 Uhr. Dauert noch Augenblicke. Okay, ich denke mal, wir warten einen Augenblick, bis es soweit ist. Anders können wir sowieso nicht machen. Großartig jetzt noch woanders hinlaufen. Ne.
Warten wir noch ein paar Minuten ab. Ist das Beste, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wenn es jetzt noch stundenlang hin wäre, dann wäre es ja was anderes. So, jetzt sind wir oben. Wir noch mal einen Tick sicherer. Ich frage mich, ob wir später auch noch irgendwelche Mutationen finden, die so dieses chemische Zeug sogar in sich haben, und würde mich nicht wundern. So, müssen wir die Chance noch mal zum Heilen. Okay. Das Schwert ist noch ganz gut in Schuss. Gut. UV-Taschenlampe ist auch bereit. Müssen wir noch ein paar Minuten warten. Gleich ist es soweit. Die Sonne geht ja schon unter. Und dann sammeln wir die Teile eben ein und dann geht es schnell wieder zurück, wo die Kacke wieder am Dampfen ist. Würdet ihr euch in dieser Zombie-Apokalypse nachts raustrauen? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist mir nicht wert? Obwohl ihr wisst, dass in den Gebäuden dann weniger los ist und ihr da besser Sachen findet, die ihr vielleicht zum Überleben bräuchtet. Denn tagsüber da reinzugehen, wäre ja Selbstmord, ne? Sozusagen ist es ja dann quasi umgekehrt. Nachts ist es draußen gefährlicher als drin und tagsüber ist es dann draußen weniger gefährlich, aber dafür drin dann, ne? Ja, das ich bin ehrlich, ich würde, wenn überhaupt, nur in einer Gruppe zusammen rausgehen, wo dann die Überlebenschancen deutlich höher wären, dann gemeinsam, ne? Nicht alleine, gemeinsam. Da könnte man sich gegenseitig ja verteidigen, ne? So. Es ist 19 Uhr. Die Warnsirenen sind zu hören. Und gleich kommen wieder die ganzen ungeheulten Typen daraus. Verstecken. Kann man sie schon einsammeln? Nein, noch nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich warten, bis es komplett dunkel ist. 19 Uhr wird nur gewarnt. Schnell, Leute, beeilt euch, ab in die Häuser. Ich glaube, ab 8 Uhr ist es dann richtig dunkel. Ja, die leuchten immer stärker und man sieht das jetzt auch. Aber sind das jetzt die kleinen oder die großen? Schwer zu sagen. Latsch. Ja, okay. Nein. Nein, 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 nein. Das lassen wir schön sein. Jo, jetzt scheint es wohl zu weit zu sein. Ja, aber ich kann sie immer noch nicht einsammeln.
es jetzt wirklich sehr dunkel sein. Ah, jetzt. Okay, das ist doch die richtigen. Jetzt können wir sie einsammeln. Okay. Wäre ja gar nicht so schwer. Was für die kleinen Waren. Ja gut. Okay, ich hoffe, dass ich die wirklich die kleinen habe. Weil die sehen nämlich, sahen nicht wirklich groß aus. Aber andere Größen habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Wenn wir schon hier welche noch mehr haben, dann nehmen wir natürlich welche mit, ne? Wer weiß, wofür die doch gut sind. 5 von 3. Das ist kein 1 Liter Steine. Meine. Was ist denn das jetzt schon wieder? Halten die? Bist du denn für einer? Aber ein Heuler ist es nicht. Aber schreien tut es. Das da drüben ist ein Heuler. Ja, natürlich. Och Mann, LMAA. Ey, vielen Dank, Evelina, für den Raid. Und willkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Stream gehabt. Und er war nicht so hektisch wie bei mir jetzt gerade. Er ist nicht gerade so hektisch wie bei mir gerade. Ah. Boah. Oh, shit. Oh, fuck, 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 fuck. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich bin hier gerade in aller Werte schon aufgerissen hier. Los, ab in die Höhe. Boah, leck um hier. Shit. Shit, shit. Das hilft ja gar nicht. Die Lampe ist viel zu was? In diese Horn von Mistiker. Oh, Bagger. Ich muss hier weg. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich jetzt gelandet wieder. Ja, in dem Gebiet wollte ich erst recht nicht hin. Ich bin gleich bei, ich muss nur eben hier aus diesem Schlamassel raus. Irgendwie. Falls ich überhaupt lebend hier wegkomme.
Boah, boah, boah. Stufe 2 schon. Eieieiei. Ich muss mich heilen. Ja, vielen Dank nochmal, Evelina. Tut mir leid, dass ich jetzt bei ihm so in Hektik. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine angenehme Nachtruhe. Vielen Dank nochmal für den Raid. Sehr lieb von dir. Ja. Doch, war richtig. Boah. Bin echt in Spitzen gekommen gerade. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und ich heiße alle, die mit von Evelinas Stream rübergekommen sind, herzlich willkommen bei mir im Stream. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Stream gehabt bei ihr. Und heiße euch herzlich willkommen bei Dying Light 2 Stay Human. Zumindest versuche ich hier menschlich zu bleiben. Ja, das freut mich zu hören. Ach, da bist du. Ich sehe dich gar nicht in dem Gebüsch hier. Nimm das, Mann. Ich meine, weil du mich gerettet hast und so. Ja, keine Ursache. Immer wieder gerne. Okay, Okay. Farbe. Oh, shit. Oh, nein, nicht schon wieder. Oh, Mann. Warum lande ich immer in diesem Wespennest? Lass mich bitte in Ruhe. Boah, Glück gehabt. Die haben mich nicht wirklich komplett wahrgenommen. Okay. Ich will nur noch zum Ziel. Muss unbedingt mehr Power haben, damit ich gegen diese Mistviecher eigentlich richtig ankomme. Wenn Stufe 4 bei dieser Jagd auftaucht und dann die Schattenjäger kommt, dann bist du woanders. Dann bist du hundertprozentig woanders. Waren im ersten Teil schon die reinste Zumutung. Meine Güte. Darf ich das überhaupt machen? Boah, was? Dann wäre beinahe in die Hose gegangen. So. Was? Und 200. Ganz schönes Weilchen hin. Ja, doch, noch einen ganzen Weg hin. Gut, über den Dächern sind wir ja Gott sei Dank halbwegs sicher. Na, hab hier noch eine, irgendwie so eine. Na, oh, okay, wir schaffen es doch. Gut. Sehr gut. Okay, ja. Sehr gut. Da wollte ich hin. Wunderbar. Oh, Gott sei Dank. Ah, geschafft. Okay. Die Tür zu machen. Okay. Hoffentlich haben wir die richtigen Pflanzen geholt. Die kleinen und nicht die großen, obwohl die Pflanzen doch ziemlich groß aussahen. Ja, sonst heißt es, wir bringen jetzt jemanden gleich unbewusst um. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Nein, jetzt im Moment geht das schlecht. Ich bin jetzt gerade beschäftigt. Wenn ich wiederkomme, habe ich vielleicht Zeit. Aber jetzt ganz, ganz schlecht. Wenn ihr wollt, dass euer Commander so oder so stirbt. Okay.
Vielleicht okay. Geht es von selbst wieder weg. Ja, ja. Ganz sicher. Wärst du so optimistisch? Okay, mal sehen, was passiert. Wie geht's dem Patienten? Er kommt langsam zu sich. Vielen Dank für deine Hilfe. Du kannst gehen. Warte, was geht hier vor? Du bist zu dieser Hexe gegangen, stimmt's? Dieser Margaret! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie gab mir Kräuter, die helfen. Sie ist keine Hexe. So etwas wie Hexen gibt es nicht. Das ist Aberglaube. Aberglaube oder nicht, Hexerei ist strafbar. Bitte, beruhigt euch wieder. Was ist los? Wir verlieren ihn. Aiden, gib ich mir die Kräuter. Es. Ich lasse kein Hexengift ich an meinen Mann. Ich kann ihm eine Injektion geben, um ihn zu stabilisieren. Aber das wird nicht lange halten. Weiß sie, für wen diese Arznei ist? Sie hat seine Männer auf dem Gewissen. Dafür hätte sie hängen sollen, aber Jetmet befahl Aether, ihr die Augen auszubrennen. Was? Hast du es ihr gesagt? Sie hat dir Gift gegeben, das garantiere ich dir. Aiden, gib mir die Kräuter, verdammt. Oh Gott, super. Wie klein, ja. Hoffentlich. Also die kleinen... Wie geht es ihm? Offensichtlich war die Arznei so effektiv, wie ich gehofft hatte. Er braucht Ruhe. Wir sollten ihn alle zufrieden lassen. Ich bleibe in der Nähe. Du hast Margaret offenbar richtig eingeschätzt. Sie wollte ihn doch nicht vergiften. Ja, sieht so aus. Was wird jetzt aus ihm? Wenn alles gut verläuft, ist er bald wieder bei Bewusstsein. Und dann finden wir heraus, wer ihm das angetan hat. Das haben wir dir zu verdanken. Ja, wir haben ja den Chef ja schon gesagt, wer ihn niedergestreckt hat. Aber ob er dann nach zu sich gekommen ist und dann nochmal von irgendjemand niedergestreckt wurde, das wissen wir ja nicht. Okay, wir haben... für die jeweiligen Seite einen weiteren Punkt, den wir wieder vergeben können. Okay, Kampfpunkte. Windrad. Feuerstoß. Parkourschuss. Schmettern. Ja. Vorsprung als Hinterhalt. Ah, das ist nicht schlecht. Ja, machen wir mal. Und hier ein Parcours. Ja, den Slider, der Rutschen da. Den wollte ich die ganze Zeit schon haben. Sehr schön. Sehr schön. Okay, Arsenal müssen wir auch mal wieder neu herstellen. Das Feuerpfeiler Gift. Ja. Die Triche brauchen wir auch noch wieder ein paar mehr. Sehr schön. Gut. Ja, die UV-Lampe bringt es noch nicht wirklich. Weil der Lichtkegel ist viel zu klein. Steht ja auch da. Hat überhaupt nichts gebracht gegen die Ungeheuer. Matt, was gibt's? Ich wollte Ihnen danken, ganz offiziell. Aether ist wieder auf den Beinen. Wenn Sie nicht gewesen wären, läge er immer noch im Koma. Oder noch schlimmer. Ich bin froh, dass es ihm besser geht. Ich auch. Nur er weiß, was in Old Villador passiert ist. Und dank Ihnen werde auch ich es bald wissen. Ende. Tja. Wenn das was anderes war, als was wir Ihnen erzählt haben, dann wissen wir das noch nicht. Okay. Ich denke mal, wir werden erstmal. Wir bringen erstmal die Nacht hinter uns und ruhen uns aus. Das Beste, was wir machen können. Gucken.
Alles klar. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Verdammte Hemmstoffe. Die Nebenwirkungen der Hemmstoffe sind echt widerlich. Ohne die wären wir ja nicht stärker. Das ist ja das Problem. Ja. Ich dachte mal, ja. Vor- und Nachteile, ne? Dieser Cocktailmischung. Vorteile, wir werden stärker und kräftiger, und Nachteil, irgendwas macht das mit uns. Und, wer weiß. Du stehst auf der Seite des Gegners, Peter. Unschuldig? Wirklich wie ein Gefängnis hier. So. Mal gucken. Mal wieder irgendwas kaufen? Ja. War nicht allzu viel, aber etwas. Okay, wir müssen darauf achten, was für Sachen wir uns holen. Ja, die anderen sind auch gut, aber stärkeren sind immer die besseren dann. Immer nur das Stärkste dann in Zukunft holen. Die nützen uns nicht wirklich was. So. Ich will immer noch meinen Bogen wieder haben. Kein Bogen für mich. Das Büroklammer? Hä? Ach so, der Bogen heißt Büroklammer. Ja, natürlich. Okay, her mit der Büroklammer. Er wollte nicht schon immer mit einer Büroklammer Pfeile abschießen, oder? Also, Leute, nehmt euch eine Büroklammer, macht ein Gummiband dran und schießt dann extreme Pfeile ab. Lockere Schraube. Den Namen, die haben. Ausgemachter Hammer. Abrisshammer, ja. Okay. Motorkeule. Hippie. Fleischmühle. Diese Namen. Selbstgebaute Granate. 180 Schaden. Ja, damit. Ferngesteuerte C4. Okay. Ja. Nein. Und das hier könnte ich gut gebrauchen. Das auch. Und das sowieso. Sehr schön. Alles andere brauche ich momentan nicht. Aber irgendwo upgraden. Wo kann man hier denn upgraden? Hier nicht irgendwo. Ich glaube, der ist draußen. So, Quatsch, falsche Taste. Nein. Da wollte ich hin. Ja, ich wollte ja gucken, ob man die auf V-Lampe, was man für die V-Lampe, um die abzugraden, benötigt. Ja, mal schauen.